Hallo Leute, die Retro-Handheld-Konsolen und TV-Boxen, die ich in letzter Zeit so vorgestellt habe, hatten öfters recht billige Micro-SD-Karten mit dabei. Einige von euch hatten damit dann auch ihre Probleme, sodass eine Kopie auf eine hochwertigere SD-Karte oder zumindest ein Backup auf eine Festplatte absolut zu empfehlen ist. Inzwischen sind zwar auch schon mal bessere Karten mit dabei, aber ein Backup kann da sicher auch nicht schaden. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Erstens die Karte. Natürlich muss man erstmal das Gerät ausschalten, am besten noch vom Strom trennen und ein paar Sekunden warten. Einfach nur um ganz sicher zu gehen, dass nichts weiter mit der SD-Karte gemacht wird, während wir sie ziehen. Ja, und dann einfach herausnehmen und in einen Windows-PC oder Laptop einstecken. Dort poppen dann gleich mal Fenster auf und Meldungen, die besagen, dass ihr die Karte löschen sollt. Macht ihr natürlich nicht. Also auf keinen Fall irgendwas löschen. Zweitens lesen. Jetzt geht es ans Kopieren. Doch einfach die Dateien per Drag and Drop rüberziehen ist nicht. Dabei würde das Linux-System nicht mittransferiert werden. Ergo brauchen wir dazu ein Tool bzw. ein Programm. Heutzutage sagt man ja App. Egal. Dafür gibt es viele, aber ich nehme den kostenlosen Win32 Disk Imager. Wer den noch nicht hat, kann einfach im Internet danach suchen oder den Link aus der Videobeschreibung verwenden. Die Installation erkläre ich jetzt nicht im Detail, das schafft ihr sicherlich gut alleine. Nach dem Start zeigt sich ein kleines Fenster. Rechts oben seht ihr bei mir schon einen Laufwerksbuchstaben angezeigt. Dort müsst ihr einen korrekten auswählen. Manche SD-Karten besitzen mehrere Partitionen und entsprechend haben sie eventuell auch mehrere Buchstaben in Besitz genommen. Das spielt keine Rolle, der Win32 Disk Imager erstellt immer ein Image des gesamten Laufwerks. Dennoch habe ich bisher immer lieber den ersten auftauchenden Buchstaben verwendet. Kann ja nicht schaden. Also sucht einfach im Explorer nach dem richtigen Buchstaben. Aber bitte aufpassen, dass ihr nicht eine externe Festplatte oder einen zufällig angeschlossenen USB-Stick auswählt. Oben steht Image-Datei und ein Textfeld, in das wir den Pfad und Namen unseres Backups eintragen müssen. Ich verwende einfach das Ordnersymbol daneben. Draufklicken und sich den Pfad des Speicherortes auswählen. Unten tippe ich dann noch meinen gewünschten Namen ein. Etwas, das ihr bei einer Suche auch finden werdet, ist da sehr zu empfehlen. Jetzt noch auf Öffnen klicken und der Pfad steht in der Textbox. Wichtig ist außerdem, dass ihr hier die Endung .img anfügt. Sonst findet der Win32 Disk Imager die Datei nicht mehr, wenn ihr sie später auf eine SD-Karte speichern wollt. Das war's, einen Hash brauchen wir nicht zu erstellen. Wenn ihr die Datei übers Internet schicken wollt, ist das vielleicht hilfreich, um zu überprüfen, dass der Transfer geklappt hat. Für ein simples Backup ist das aber nicht notwendig. Auf keinen Fall solltet ihr die Option Read Only Allocated Partitions anklicken. Dabei würde das Programm nur die zugewiesenen Partitionen lesen. Das könnte eventuell sogar funktionieren, aber ich weiß nicht, wie der Win32 Disk Imager mit den Linux- oder Android-Systemen in diesem Fall so umgeht. Also besser nicht auswählen. Und dann nur noch auf Lesen klicken und das Backup läuft. Achtung, das kann mitunter Tage dauern. Ich hatte eine 256 GB Karte mal nur über USB 2.0 angeschlossen und es dauerte über 30 Stunden. Also holt euch eine große Kanne Kaffee. Ist das Backup erstellt, dann könnt ihr die Karte über die Windows-Funktion auswerfen. Einfach auch nur, um auf Nummer sicher zu gehen und nicht zu riskieren, dass Windows noch was Blödes mit der Karte macht. Theoretisch seid ihr fertig und wenn die Karte kaputt geht, könnt ihr das Backup einfach wiederherstellen. Drittens, schreiben. Dennoch würde ich euch dazu raten, gleich eine bessere Karte zu kaufen. Ich habe ein paar Links in der Videobeschreibung, die ihr direkt verwenden könnt. Markenhersteller sind nach meinen Recherchen auf jeden Fall die bessere Wahl. Wie auch immer, entweder ihr schreibt euer Backup gleich auf eine neue Karte und verwendet die oder ihr verwendet die Originale und wenn ein Problem auftritt, schreibt ihr auf eine funktionierende das Backup. Falls beim Schreiben ein Fehler 5 auftritt, dann müsst ihr einfach die ganze SD-Karte mit der Datenträgerverwaltung von Windows komplett platt machen. Also alle Volumen löschen und dann mit EXTFAT oder NTFS formatieren, dann funktioniert es. Ich denke aber, dass eine neue Karte eines Markenherstellers die einfachere Lösung ist. Wieder nutzt man natürlich den Win32 Disk Imager und selektiert bei den Laufwerksbuchstaben die SD-Karte aus, auf die das Backup-Image gespielt werden soll. In die Textbox muss jetzt allerdings der Pfad, der auf die Image-Datei verweist. Also einfach wieder das Ordnersymbol anklicken und dem Pfad zu dem Backup-Verzeichnis folgen. Dort existiert ja jetzt eine Datei mit der Endung img, die ihr auswählt und dann öffnen klickt. Zurück im Hauptfenster bleibt dann nur noch der Schreiben-Button und den drückt ihr natürlich. Einige viele Stunden später ist die Karte geschrieben. Fertig. Viertens Gerät. Ich empfehle wieder die Auswerfen-Funktion, auch wenn die vielleicht nichts bringt. Damit ist aber die SD-Karte sicher abgekoppelt. Naja, und dann heraus damit und in das entsprechende Gerät eingesteckt. Im ausgeschalteten Zustand selbstverständlich. Und damit seid ihr fertig. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen oder gibt ihm zumindest ein wenig Sicherheit bei der Prozedur. Die werde ich demnächst auch wieder durchführen,
denn es gibt schon ein paar Geräte, die ich mir vermutlich genauer anschauen werde. Abonniert den Kanal, damit ihr das nicht verpasst, und schaut euch auch dieses Video an. Da habe ich den RG556 von Unbernic unter die Lupe genommen. Und das ist derzeit die leistungsstärkste Handheld-Konsole von Unbernic.